Hallo, guten Morgen. Ja, ich bin hier noch am Ende der Welt. Cuneo heißt dieser wunderschöne Ort in Piemont. Das Hotel Lovera Palace. Sehr geschichtsträchtig. Und endet hier direkt in diese schöne Fußgängerzone. Dass mal ein bisschen kühler ist. Und dass diese Menschen hier mega hundefreundlich sind. Schau mal. Das war ja immer und das Problem hier in Italien, ein schönes Hotel zu finden. Ja, wo wir mit unserem Hund herzlich willkommen sind und das auch ein bisschen was Besonderes ist. Ja, und jetzt sind wir hier kurz vor der Abreise nach Hause, wieder ins wunderschöne Engadin. Und ja, mein Geburtstag war ein wunderschöner Geburtstag. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele wirklich herzliche Glückwünsche bekommen, Überraschungen bekommen. Und ja, das ist einfach wieder so eine wunderbare Bestärkung, dass es genau richtig ist, was ich mache. Und darüber wollte ich heute euch nochmal auch ein paar Sachen mitgeben. Ich meine, viele von euch wissen es, ich bin ja jetzt 53 Jahre und ja, was soll ich sagen, erst seit drei Jahren erlaube ich mir, jeden Tag ein bisschen mehr die Person zu sein, die ich wirklich bin, die Person zu sein, die ich schon immer war. Und es war eine lange große Entwicklung, weil wir ja alle so konditioniert sind, die Dinge so zu denken, wie wir sie denken und wie die meisten Menschen denken. Und wir haben ein Weltbild übernommen von unseren Menschen. Und keiner sagt uns eigentlich wirklich, dass unser Weltbild komplett falsch ist. Dass wir daneben liegen mit der Auffassung, dass wir in eine Welt hineingeboren werden, an die wir uns anpassen müssen. Ja, das ist nicht so. Wir erschaffen die Welt. Es ist nicht so in Wirklichkeit. Es scheint so. Es scheint, dass wir in eine Welt hineingeboren werden, die schon da ist, wenn wir kommen, wenn wir auf diese Welt kommen, dass diese Welt schon da ist. Und niemand sagt uns, dass sich diese Welt für uns erst erschafft, in dem Moment, wo wir hier unseren Platz einnehmen. Unser Platz erschafft die Welt um uns herum. Und natürlich ist es klar, wenn wir als Baby hier ankommen, ist es nicht gerade sofort für uns offensichtlich, dass sich die Welt um uns herum ergibt, durch uns hindurch. Aber das ist Fakt. Es ist Fakt. Und das mal wirklich mit seinen Sinnen, mit seinen 5 Sinnen, und vor allem mit seinem Verstand zu erschaffen, erfassen, das ist eins der wichtigsten Dinge. Die Welt entwickelt sich aus dir heraus, aus deiner Vorstellung. Und wir sind alle hier, um das zu erkennen. Um zu erkennen, wie wir die Welt erschaffen. Und was für eine Kraft und Macht, Schöpferkraft wir haben. Und dass nichts da draußen alleine besteht und alleine entsteht.
Ich weiß, für viele von euch hört sich das crazy an. Und ich mache auch in meinen Programmen immer wieder Übungen, die dir es ermöglichen, am ganzen Körper zu fühlen, dass wenn du weg bist mit deiner Wahrnehmung, wenn du nicht da bist, dass dann außer dir nichts da ist. Und wir haben da so viele Dinge, die wir durchbrechen müssen, so viele Vorstellungen, die wir durchbrechen müssen, vor allem die Vorstellung, dass es egoistisch ist, nicht auf andere oder nicht auf das Außen Rücksicht zu nehmen. Aber zuerst muss ich meine Ansicht hernehmen. Das ist das Wichtige. Ich muss nicht auf etwas Rücksicht nehmen, was ich selbst erschaffen habe oder durch meine Ansicht erschaffe und verändere, sondern ich muss ansichtig sein und nicht Rücksicht haben, rücksichtsvoll. Das beißt sich in den Schwanz, wenn ich rücksichtsvoll bin. Schon alleine das Wort, ich schaue nach hinten und projiziere es wieder in meine Zukunft. Und das ist nicht egoistisch, wenn du nicht rücksichtsvoll bist, sondern wenn du ansichtsvoll bist. Das ist das richtige Wort, als deine Ansicht ist das, was zählt. Und du musst nicht rücksichtsvoll sein. Weil du bist Schöpfer, du musst ansichtsvoll sein. Du beurteilst, du erschaffst, du erschöpfst durch deine Ansicht die Dinge. Wie du die Welt siehst, wie du die Zusammenhänge dieser Welt siehst, und zwar die Zusammenhänge, die alle aus dir durch deine Regeln entstehen. Du entscheidest. Und genau so ist es eben, dass die Welt, dass das Universum, dass Gott, dass die Schöpfung, du bist. Du. Ohne dich gibt es das, was du siehst, nicht. Du erschaffst eine einzigartige Welt durch die Ansichten, die du projizierst. Wenn du eine Ansicht hast, ich mache jetzt hier mal eine Ansicht. Ich habe hier diese Ansicht von diesem Platz, wo ich hier sitze, habe ich eine Ansicht, ja? Und diese Ansicht teile ich nun mit dir. Ich mache dich darauf aufmerksam, dass hier ein Platz ist, dass hier Häuser sind. Ich mache dich darauf aufmerksam, dass hier eine Statue ist. Was auch immer. Aber ohne mich hättest du diese Ansicht nicht. Und wenn dieser Platz hier voll wäre mit Hunderten und Aberhunderten von Menschen, würde jeder Mensch dir eine andere Ansicht mitteilen. Und deswegen ist deine Ansicht, ist deine Welt. Und du musst nicht warten, bis du Menschen findest oder triffst, die deine Ansicht teilen. Weil du bist der Initiator. Aus dir heraus kommt deine Ansicht und du teilst. Und du kannst teilen, was du willst. Du kannst die Ansicht teilen, dass dieses Haus alt ist. Ich kann diese Ansicht teilen, dass dieses Haus geschichtsträchtig ist. Ich kann diese Ansicht teilen, dass dieser Ort so und so ist. Ja? Es ist meine Ansicht und die kann ich teilen. Und es ist meine Welt. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir bewusst bist, dass deine Ansicht, deine Schöpferkraft ist, dass das, was du, wie du es siehst, dein Leben, wie du dich selber siehst, wie du die Zusammenhänge im Leben siehst, das ist deins. Es ist dein Leben, es ist dein Universum. Und dann ist es auch logisch,
dass du erkennst, dass das, was du siehst, deins ist und für dich ist. Und dann ist es noch viel logischer, dass du die Dinge so siehst, dass sie dir gefallen. Dass sie dich glücklich machen, dass sie dir schön erscheinen, dass du dorthin gehst, deine Ansichten teilst, deine Ansichten sind, die so schön sind, die so erfüllend sind. Und du kannst nicht warten, bis das jemand anders tut für dich, weil es kann nicht für dich getan werden, weil du bist dein eigenes Universum, du bist dein Gott, du bist göttlich. Es gibt nichts, was göttlicher ist in deinem Universum als du. Nur jetzt zu wissen, wie man sich als Gott in seinem Universum verhält, wie man denkt, wie man fühlt und wie man handelt, als dieses göttliche Wesen, das man wirklich ist. Das hat uns keiner beigebracht und wir dürfen es uns jetzt selbst beibringen. Wir dürfen uns beibringen, wie man sich fühlt, wie man denkt. Diese ganze Beurteilungsdenke ist eine ganz, ganz andere, weil wenn du aus der Fülle, aus der Göttlichkeit, aus der unendlichen Möglichkeitsdenke heraus Dinge beurteilst, schaust du doch das Leben und dich und alles, Autos, diesen Platz hier, das sieht doch ganz, ganz anders aus. Aber das kommt aus dem heraus, wie du denken kannst, wie du fühlen kannst, wie du die Welt erfassen kannst. Und es kommt nur auf dich an, wirklich nur auf dich. Es gibt keine Macht außerhalb von dir. Es gibt nichts, was dich beeinflussen kann, was dir sagen kann, dass etwas schön ist, wenn du es nicht schön empfindest. Und du musst dich auch nicht zwingen, Dinge schön zu finden, die für dich nicht schön sind, sondern du musst dir ein Leben erschaffen, in dem nur Dinge drin sind, die für dich schön sind, die für dich erhebend sind, die für dich nach Liebe aussehen, die für dich nach dem sich anfühlen, was du Erfüllung nennst. Du allein zählst, du allein erschaffst es und nicht so niemand da draußen ist in der Lage, etwas mit dir zu teilen, was nicht in deinem Leben, in deinem Universum ist. Aber du musst es teilen. Du musst dich mitteilen. Du musst deine Ansichten mitteilen, damit dein Universum, damit deine Welt so wird, dass sie schön ist und dass sie dir gefällt. Und dann kannst du eine schöne Welt teilen. Und darauf kommt es an. Weil so viele Menschen sind hier unterwegs und teilen Bullshit und teilen Angst und teilen Einschränkung und teilen Beschränkung und teilen hässliche Scheiße. Und wie können wir das ändern? Nur indem wir unsere Welt teilen und das wird alles viel größer und viel schöner. Aber dazu musst du aus diesem alten Denken raus, aus dieser unterdrückten kleinen Persönlichkeit raus und musst in deine Verantwortung reingehen und musst wissen, dass du alles, was du teilst, was du mitteilst, dass das schöpft. Was erzählst du für Geschichten? Was teilst du für Ansichten? Das musst du zuerst für dich selber ändern. Teilst du Beschränkung oder teilst du Freiheit? Teilst du Liebe oder teilst du Strafe? Was teilst du? Was teilst du mit? Du hast alles in der Hand. Und wenn du es nicht zuerst für dich tust und diese Person wirst, die ganz, ganz präsent ist in der Schönheit, in der Liebe, in der Macht, in der Kraft, dann bist du halt, was soll ich sagen? Da gibt es die Dolores, Dolores Cannon, die sagt, es gibt einen Haufen von Backup-People. Das sind die Statisten im Leben. Dann bist du halt ein Statist im Leben. Dann bist du ein Backup-People. Dann stehst du halt da und füllst den Raum mit irgendeiner Präsenz, die dir zugewiesen worden ist. Aber ich frage dich, möchtest du ein Backup-Person sein? Möchtest du ein Statist sein in deinem Leben?
Oder möchtest du dein ganzes Leben so erschaffen und kreieren, dass es toll ist, dass du geile Sachen teilst? Und dazu musst du halt so viele Sachen, Überzeugungen ablegen, dass andere neidisch werden können, dass andere dich ablehnen können, dass andere das nicht toll finden können. Da musst du voll einsteigen in Everyone is you pushed out, Neville Goddard. Dann musst du das leben, dann musst du das erleben, dann musst du das spüren, dann musst du das erkennen, dann musst du eben, dann kommst du in deine Schöpferkraft. Und das Leben, everyone is you pushed out, ist was anderes als zu sagen, ja, okay, alles klar, jeder ist aus mir heraus entstanden. Ja, jeder ist der oder die, welche Ansicht du über die oder den oder das hegst. Deine Ansicht, deine Geschichte, deins. Es ist einfach nur deins. Und ändere deins, dann änderst du alles. Und all diese Sachen, die dir das nicht erlauben zu tun, all diese Gedanken, die es dir nicht erlauben, all diese Ängste, die es dir nicht erlauben, gilt es anzuschauen, gilt es Lügen zu strafen, dann kannst du sie transformieren, dann kannst du einen Schritt in eine andere Richtung machen. Ich lege es dir wirklich ans Herzen, weil es ist so viel Bullshit in unseren Köpfen gespeichert, das uns das Gefängnis macht. Und dieses Gefängnis macht uns krank, macht uns unglücklich, macht uns depressiv, macht uns irgendwie abhängig. Wir versuchen uns irgendwie durch Süchte oder sonstige Dinge zu beruhigen. Und das klappt halt alles nicht. Es klappt nichts. Medikamente klappt alles nicht on the long run. Das Einzige, was klappt, ist, wenn du hier stehst in deinem Leben und anfängst zu teilen, mitzuteilen, was aus Liebe, was aus Fülle, was aus Göttlichkeit, was aus Wahrheit entstanden ist. Und alles andere ist Bullshit, Lüge, bla bla. Es braucht keiner. Ja, ihr Lieben, das war mein Wort zum Sonntag. Wirklich, nimm's dir zu Herzen und mach dir irgendetwas möglich. Meine 6 Mentorinnen sind hier, um dir genau das klar zu machen, zu helfen, aus diesen alten, verstaubten, einschränkenden, unterdrückten Denkweisen rauszukommen. Wir haben im Moment noch das Angebot von 1.200 € für 4 Stunden. Da hast du richtig viel Möglichkeiten, etwas zu ändern. Und wenn du dann vielleicht doch noch in die Frau, die alles hat, kommen möchtest, dann ja, komm. Es ändert alles. Es ist eine Reise. Ja, ihr Lieben, bis dann. Tschüssi.